Erde, wie steht sie zu unserem menschlichen Dasein? Und das ist einmalig. Und das müssen wir in aller Liebenswürdigkeit, aber in aller Deutlichkeit herausstellen. Es ist einmalig, dass dieser ganz andere, dieser große, dieser unbekannte, einen gewaltigen Tausch von oben nach unten vollzogen hat, indem er sich in der Menschwerdung seines Sohnes, im Kind Jesus von Bethlehem, hier in diesem Jesus von Nazareth. Und das Buch des Heiligen Vaters ist äußerst lesenswert, Jesus von Nazareth, und im auferstandenen Christus radikal auf unsere Seite gestellt hat. Und dass das Herz des unbekannten Gottes, dieses ganz anderen Unbekannten, in dem durchstoßenen Herzen Jesu Christi, seines Sohnes, unseres Herrn, auch unseres menschlichen Bruders, ein für allemal wirklich für uns schlägt. Und das ist das Entscheidende und Unterscheidende zu allen bestehenden Kulturen und Religionen, dass uns der unsichtbare Schöpfergott des Himmels und der Erde seine menschliche Hand entgegenhält, entgegenreicht in der Menschwerdung, in der Geburt, im Kreuz, in der Auferstehung seines Sohnes, uns in allem gleich geworden ist, ausgenommen die Sünde. Ich erinnere mich noch an eine ganz ehrliche Aussage eines jüdischen Führers mit dem Namen Jadel, glaube ich, so hat er geheißen. Und zwar hat er die Sprache, unsere deutsche Sprache, gut beherrscht mit so einem etwas rheinländischen Slang, weil er in der letzten Minute den Hitler-Schergen gebürtig im Rheinland von der Schippe gesprungen ist und dann eben nach Israel kam und dort eine neue Heimat gefunden hat und hat damals den Bischof Stimpfle und uns Dekane geführt durchs Heilige Land. Und als wir dann nach Nazareth gekommen sind und hat er in einer sehr einfühlsamen Weise den Bus auf die Höhe fahren lassen. Nazareth liegt ja in einem Talkessel und in der Mitte des Talkessels eben die Wohnhöhle der Miriam, der Mutter dann von Jesus, der Gottesmutter, und darüber die großartige Verkündigungskirche. Und wie dann dieser Nathan zu uns gesagt hat, in aller Schärfe, hat er so nie mehr zu uns gesprochen, hat er gesagt, Herr Bischof, meine Herren, wir waren gemeinsam an Plätzen des alten Bundes, der Gottesoffenbarung, wir besuchten die Gräber von Abraham und Sarah, wir besuchten die Königsgräber, wir haben uns den Prophetentexten gestellt, wir waren in unserem Glauben an die Kabot Yahweh, an die Allheiligkeit Gottes einig. Aber hier gehe ich nicht mehr mit Ihnen mit. Für mich ist es Blasphemie, Gotteslästerung, dass die Kabot Yahweh, die Allheiligkeit Yahwehs, in der Menschwerdung eines Sohnes sich mit dem Dreck dieser Erde und mit dem Blut und mit den Tränen von uns Menschen verbündet. Das ist Blasphemie. Da gehe ich nicht mehr mit Ihnen mit. Es gab keine Diskussion. Wir alle haben geschwiegen, weil wir zum Teil natürlich von diesem Ort beeindruckt waren, wo sich also nahtlos Himmel und Erde in der Verkündigung an die Gottesmutter verbündet haben, in der Menschwerdung des Sohnes von Gott und des Kindes von Maria. Und Nathan stand dann beim Gottesdienst in der Verkündigungsbasilika mit verschränkten Armen, kritischem Blick an einer Säule. Ich bin dann später zu ihm gegangen, habe zu ihm gesagt, Nathan, danke. Danke, dass Sie nicht umeinander gesoßt haben. Danke, dass Sie nicht harmonisiert haben. Und danke, dass Sie gesagt haben, warum Sie an diesem Platz als Jude nicht mehr mit uns gehen können. Dass Sie zu Ihrem jüdischen Zeugnis gestanden sind und ganz deutlich herausgestellt haben, worin Sie sich als glaubender Jude von uns Christen unterscheiden.
Eben diese radikale Zuwendung Gottes zu uns in der Menschwerdung seines Sohnes, uns in allem gleich, ich wiederhole das von Nathan, mit dem Dreck dieser Erde verbündet und mit unserem Fleisch und Blut und mit unseren Tränen und ausgenommen die Sünde. Und das ist das Entscheidende. Meine lieben Zuhörer, und das ist das ungeheuer Herausfordernde. Und ich muss kein Prophet sein, wenn ich Ihnen sage, auf das wird es in den nächsten 50 Jahren ankommen. Dass wir das nie und nimmer verleugnen, sondern bezeugen und bekennen. Wenn wir es nicht tun, gehen wir gegenüber einem glaubensstarken Islam unter mit Kreuz und Fahne. Und bei mir einem Militärbesuch, 50 Jahre Bundesheer Österreich, österreichische Militärseelsorge, sagte mir ein Ministerialdirigent, also nicht irgendjemand, der sich vielleicht in einer anmutigen Weise äußert, ein Ministerialdirigent vom Kultusministerium, dass ein bedeutender Imam zu ihm gesagt hat, die Schlacht 1683 am Weißen Berg haben wir verloren. Und man möge mir das bitte jetzt nachsehen, wenn ich das als Bischof sein Wort direkt wiedergebe. Und der Imam sagte, die Schlacht mit dem Penis werden wir gewinnen. Ganz eindeutige Aussagen. Ganz eindeutige Aussagen. Sodass wir also hier ganz klar und eindeutig wissen müssen, wer wir sind und zu welcher Überzeugung wir wirklich stehen und wie es unser Papst, ja, ich nenne es nicht so gern Enzyklika, sondern eher ein Bekenntnis schreiben, was es ja auch wirklich ist, Deus Caritas est, Gott ist die Liebe. Die Liebe ohne Wenn und Aber in einer radikalen Zuwendung zu dieser Welt und zu uns Menschen. Und ich gehe jetzt ein auf 1. Korinther 12,13. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist die Kirche, auch wie es im Kolossertext heißt. Kolosser und Korinther. In jenem Leib strömt Christi Leben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden. Durch die Taufe werden wir ja Christus gleichgestaltet. Denn in einem Geist sind wir alle getauft, in einen Leib hinein. Und das erscheint mir das ganz Entscheidende, das Wichtige. Wir sind durch die Taufe, und das Taufwasser ist ja das Wasser aus der geöffneten Seite des Herzens Jesu, durch die Taufe wirklich festgemacht, rückgebunden in die Liebe des leidenden und hingegebenen Jesus, in das Leben des auferstandenen Christus. Und das wiederholt sich immer wieder. Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. Denn ein Brot, ein Leib sind wir die vielen, alle, die an dem einen Brote teilhaben. So ist es im 1. Korintherbrief, im 10. Kapitel, dem ältesten Bericht über die Eucharistie steht. Dieser Bericht ist älter als die Eucharistie-Berichte in den Evangelium. Das Haupt dieses Leibes ist Christus. Er ist das Haupt des Leibes, welcher die Kirche ist. Alle Glieder müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus